Weiter im Logbuch, Freitag, 13. Februar 1789. Gleiches Wetter mit einigen Regenschauern. Wind aus Ost, Nordost, Südost, Südsüdost und Ost. Thermometer bei 26,7 bis 28,1 Grad. Arbeiten an der Schmiede. Zimmerleute sägen Planken und die Männer schlagen Holz. Die Krankenliste ist unverändert wie gestern. Und es gibt ausreichende Vorräte aller Art. Früh am Morgen erhielt ich eine Nachricht von Tyner durch seine Frau, bei einer Zeremonie anwesend zu sein, bei der ich als Arii von ganz Opara ernannt werde. Der Tag wurde festgelegt, da viele Leute aus Atahuru anwesend sein sollten. Ich landete mit Itia inmitten einer großen Menschenmenge, die sich zu diesem Anlass versammelt hatte und die nach meiner Schätzung etwa 2000 Personen umfasste. Als ich zu meinem Posten kam, wurde ich von Tyner und mehreren Häuptlingen empfangen. Und mir wurde ein Stuhl gebracht, auf den ich mich setzen konnte. Als wir alle saßen und ich Wachen aufgestellt hatte, um die Menge außerhalb der Grenzen zu halten, wurden drei Pakete üppigen Tuchs gebracht und auf dem Boden gespannt, während zwei Frauen aus Atahuru sich auf eine Halwa vorbereiteten. Diese drei Pakete Tuch wurden als Geschenk an die Frauen gebracht, die zu meiner Unterhaltung auftreten sollten, und stellten mit einem untergeordneten Häuptling am jenem Ende des Pakets symbolisch dar, dass ganz Opare zu dieser Unterhaltung beitrug. Jeder dieser Männer hielt nun abwechselnd eine Rede, deren Zweck es war, mich als Arii von Opara anzuerkennen. Da ich ein sehr guter Freund sei, und sie sprachen mich mit all den Namen an, die Tyner hat, wie Ora Tyner, Ora Mate, Ora Oripaya und mehreren anderen, was bedeutet, lang lebe Tyner, lang lebe Mate und so weiter. Nachdem dies beendet war, während Tyner und Itia in der Zwischenzeit ein Geschenk aus vielen Artikeln, die ich an Land gebracht hatte, zusammengestellt hatten, wies Tyner Itia an, mich zu begleiten und den Haiwa-Frauen, die inzwischen bereit waren aufzutreten, verschiedene Geschenke mit jedem Tuchbündel zu überreichen. Der Boden war, wie üblich, mit einer großen Matte bedeckt, auf der sie standen, in ihrer hübschen Kleidung, die so oft beschrieben wurde. Sie nahmen die verschiedenen Geschenke mit so viel Anmut entgegen. Dass es jemanden dazu verleiten könnte, alles herzugeben, das er hatte. Da die Hitze der Sonne sehr intensiv war, erlaubte ich ihnen nur, eine sehr kurze Zeit zu tanzen, was viel Zufriedenheit brachte, und nachdem sie ihre Kleider auf der Matte zurückgelassen hatten, zogen sie sich zurück. Etwa 20 Männer brachten nun zwei lange Stücke Tuch, rot gefärbt, in verschiedenen Mustern, die zu Tainas und meinen Füßen gelegt wurden, zusammen mit einer Tahaumi oder Brustplatte. Diese wurden Maros genannt, in Nachahmung eines berühmten Abzeichens, das nur von den Erirarai bei ganz besonderen Anlässen getragen wird. Auch die Kleider der Frauen wurden gebracht und neben ihnen abgelegt. Tyner bat mich nun, eines der Maros für seinen Bruder Oropaya und das andere für den Itua zu bestimmen und dass ich die Brustplatte und das Kleid der Frauen annehmen solle, was ich tat und die Zeremonie endete. Der Maro für Oropaya wurde aufgrund seiner Stellung als der größte Häuptling von Opara und Bruder von Tyner vergeben. Die Männer teilten sich nun auf und es gab einen chaotischen Ringkampf. Tyners Vater, der alte Otu, kam kurz darauf und bat mich, den Kampf zu beenden. Die Weisheit dieses alten Häuptlings stand im Einklang mit dem, was ich glaubte, dass auch er voraussah, falls der Kampf fortgesetzt würde. Es waren viele Fremde hier und es herrschte kein echter Freundschaftsgeist zwischen ihnen und den Leuten von Opara. Otu war daher besorgt, dass es zu einem Streit kommen würde, und genau das geschah. In einem Augenblick war jedermann bewaffnet und ein Angriff begann auf tumultartige Weise. Tyner und Itia waren abwesend, aber sobald sie davon hörten, galt ihre erste Sorge mir. Itia kam mit viel Angst, dass ich möglicherweise nicht auf dem Posten sei. Sie hatte eine doppelte Lage Kleidung an sich und ihre Taille war mit einem großen Seil umgürtelt. Ich bat sie, bei mir zu bleiben und würde sie beschützen. Nein, sagte sie, ich gehe zu Tammy. Du bleibst hier und ich werde zu dir kommen, sobald alles vorbei ist. Und sie ging.
Da ich nicht sicher war, inwieweit ich gezwungen sein könnte, selbst Hand anzulegen, hatte ich die gesamte Mannschaft an Land, bestehend aus 9 Mann, bewaffnet. Ich hatte auch ein Boot mit 7 bewaffneten Männern, das vor dem Posten an einem Anker lag. Außerdem schickte ich eine Nachricht zum Schiff, sich bereit zu halten, uns zu unterstützen und in der Zwischenzeit 2 Kanonen ohne Kugeln abzufeuern, um die Menge zu zerstreuen. Glücklicherweise war kein Häuptling beteiligt. Ihre Bemühungen konzentrierten sich daher darauf, den Tumult unter ihren Leuten zu beruhigen und meine darauf, meinen Posten freizuhalten, was mir effektiv gelang, sodass alle Anstrengungen darauf abzielten, Frieden herzustellen, was innerhalb einer Stunde der Fall war. Die Kanonen zeigten eine gute Wirkung und Tainer und Etia kehrten zu mir zurück mit der Nachricht, dass alles geregelt sei. Wir gingen zu einigen alten Verwandten von ihm, die zu Atahuru gehörten, und nachdem wir deren Gemüter beruhigt hatten, kamen wir zum Mittagessen an Bord. Ich sagte Tainer und den Häuptlingen, dass ich künftig keine Ringkämpfe in der Nähe meines Postens zulassen würde und bat sie, die Leute darüber zu informieren, was sie auch taten. Samstag, 14. Februar 1789. Frische Brisen und stürmisches Wetter mit einigen Schauern. Wind aus Nordost, Südost und Ost-Nordost. Thermometer 26,7 und 27,8 Grad. Am Morgen mit Reinigen und Waschen mit kochendem Wasser beschäftigt, um Kakerlaken und anderes Ungeziefer zu töten. Ein paar Leute waren mit dem Holzhacken beschäftigt. Heute erhielt ich eine große Lieferung von Brot, Früchten und anderen Lebensmitteln. Nach dem Mittagessen begleitete ich Tainer mit seinen Freunden an Land und stellte erfreut fest, dass alles seinen gewohnten Gang ging. 3 große bereits zubereitete Schweine und eine große Menge Brotfrucht wurden zu seinem Haus gebracht. Dieses hat er bereits, bevor er an Bord kam, in Auftrag gegeben. Nun gab er es mir, um es an die verschiedenen Gruppen zu verteilen, die er mir bereits genannt hatte. 1 ging an die wichtigsten Personen von Atahuru, die anderen an die Irios von demselben Ort und das 3. an die Hauptdarsteller der Haiwa. Ich übergab es an die verschiedenen Gruppen, wie er es mir aufgetragen hatte, und sie schienen höchst erfreut und zufrieden zu sein. Ich bemerke dies als eine großzügige Geste im Charakter von Tainer, und ich habe bereits mehrere solcher Züge bei ihm festgestellt, die viele kleine, sonst auffällige Kleinigkeiten in den Hintergrund rücken lassen. Ich hatte bereits erwähnt, dass alle bedeutenden Fremden unter Tainers Gastfreundschaft fallen. Ich habe nun viele Beispiele dafür und kaum ein Tag vergeht, an dem er mir nicht sagt, er müsse mich kurz verlassen, um einem Freund oder anderen Lebensmittel zu schicken. Es wird jedoch alles ohne jegliche Prahlerei getan, wie ein Mann, der einzig und allein aus dem Wunsch heraus handelt, Gutes zu tun. Und obwohl er keinen Prunk hat, erheben ihn seine gute Natur und seine Manieren über das Niveau aller Häuptlinge, die ich bisher gesehen habe. Da ich es mir zur Aufgabe mache, alles für das Wohl unserer Freunde hier zu tun, habe ich Tainer die Möglichkeit gegeben, durch Geschenke Freunde zu gewinnen, um den Frieden um sie herum zu sichern, da ich dies für ihren größten Segen halte. Infolgedessen haben alle seine jüngsten mächtigen Feinde Geschenke erhalten, Sägen, Hemden und viele andere Dinge. Ich befürchte jedoch, dass dies, sobald ich fort bin, nur ihre Neigung zum Krieg anheizen wird. Dennoch ist er offenbar bestrebt, ihre Gunst zu gewinnen, und ich freue mich, ihm dabei zu helfen. Sonntag, 15. Februar. Frische Brisen mit zeitweise leichten Winden, Sturmböen mit Regen und heftigen Donner und Blitz. Wind Ost-Nordost, zeitweise südlich drehend und wieder Ost-Nordost. Thermometer 26,1 bis 28,9 Grad. Um Tainer und einigen seiner Freunde aus Atahuru einen Gefallen zu tun, feuerte ich heute Nachmittag eine der 4 Pfünderkanonen ab. Ich hätte eine 2. abgefeuert, aber das Beispiel war ausreichend, da die Angst unserer Freunde ihre Neugier bremste. Am Morgen hielt ich einen Gottesdienst ab, an dem Te Pahu und Oditi und mehrere seiner Bekannten teilnahmen. Ich habe jetzt keinen Grund mehr zu zweifeln, dass diese Menschen keine Kenntnis vom System des bewohnbaren Globus haben.
Vergleichende Entfernungen müssen Ihnen durch bestimmte Zeiträume erklärt werden, die entweder für Ihre Reisegeschwindigkeit notwendig wären, und wenn dies viele Monate in Anspruch nimmt, sind Sie in einem Labyrinth verloren. Sie sehen einen Horizont, haben aber keine Vorstellung von dessen Ausdehnung. Und doch haben Sie die sehr hartnäckige Meinung, dass er in einer geraden Linie endet. Ich habe versucht, Sie vom Gegenteil zu überzeugen. Hier muss ich jetzt einfach mal eine Zwischenbemerkung einfügen. Ich habe so das Gefühl, das mit dem vom Gegenteil überzeugen hat bei manchen Menschen bis heute noch nicht geklappt. Aber ich habe schon vor langer Zeit damit aufgehört, mich über sowas aufzuregen. Sie wissen sehr gut von mir, dass die Reise nach England etwa 9 Monate dauert. Wenn man dies in Entfernung umrechnet, wird es immens. Und da unsere Berichte über unser Land sehr umfangreich sind, stellen Sie sich vor, dass dies am Ende des Horizonts ist. Ihr abstraktes Denken ist sehr eingeschränkt. Daher kann man ohne fließende Sprachkenntnisse nicht erwarten, sie weiterführen zu können. Viele relevante Fragen könnten sicherlich gestellt werden. Es war mir jedoch nur möglich, festzustellen, dass Sie kein Wissen über das universelle System haben. Mit Ausnahme des Wissens über die Richtung, das Auf- und Untergehen bestimmter Sterne, aber diese mit dem gesamten Firmament, glauben Sie, seien die Wohnung Ihres Gottes. Um Ihre Weltanschauung in wenigen Worten zu beschreiben, betrachten Sie die Welt als eine riesige Ebene, um die sich Sonne, Mond und Sterne bewegen. Ich habe jedoch Hoffnung, dass ich Ihnen so viel verständlich gemacht habe, dass Sie dies weiter erforschen und verbessern können. Ich wurde oft gefragt, ob ich jemals so weit gereist sei wie die Sonne oder der Mond. Da Sie die Vorstellung haben, dass wir so große Reisende seien, dass wir sicherlich schon dort gewesen sein müssten. Diese Stelle im Logbuch gefällt mir. Wie lange ist das jetzt her? 235 Jahre. Tja, gibt da ein bisschen was zum drüber nachdenken, oder? Montag, 16. Februar 1789. Sehr stürmisches Wetter mit zeitweisem starkem Regen bis zum Morgen. Dann bewölkt. Wind Ost-Nordost, westlich Ost und wieder Ost-Nordost. Thermometer 25 bis 26,7 Grad. Am Vormittag, als die Boje des großen Bugankers gesunken war, hoben wir den Anker und befestigten eine andere Boje. Ausreichende Versorgung mit Schweinen, Brot, Frucht und Kokosnüssen. Auf der Krankenliste 4 Fälle von Geschlechtskrankheiten, 1 Mann mit einer Erkältung und 1 mit einem verstauchten Rücken. Tyner hat nun fast jeden Tag Häuptlinge aus den verschiedenen Teilen der Insel zu Besuch. Aber nur wenige lädt er zum Mittagessen auf das Schiff ein. Sie erhalten jedoch ein angemessenes Geschenk, wenn sie wieder gehen. Ich sollte jetzt anfangen, das Schiff abzudichten und auszurüsten, aber das Wetter ist so unbeständig, dass ich es verschiebe. Dienstag, 17. Februar. Sehr stürmisch, zeitweise starker Wind. Etwas Regen, dann leichter Wind mit zeitweise schönem Wetter. Wind Ost-Nordost und Thermometer 26,7 bis 27,8 Grad. Krankenliste wie gestern. Arbeiten an der Schmiede. Einige Männer beim Holzhacken und 2 Männer beim Plankensägen. Ausreichende Versorgung. Auf Tainas besonderen Wunsch, weil mehrere Leute von Tiarabu und Atahuru an Land waren, feuerte ich mehrere 4 Pfünder auf die Bäume, damit sie die Wirkung der Schüsse sehen konnten. Da viele Äste abgerissen wurden, war es eine ausreichend eindrucksvolle Vorstellung, um viele junge und alte Männer anzulocken. Am Nachmittag wurde ich in einem Haus in geringer Entfernung von meinem Posten aufgehalten, um eine besondere Haiwa zu sehen, die von Frauen aufgeführt wurde. Und Itia sagte mir, dass ich sie noch nie gesehen hatte. Ich wartete daher auf das Ereignis, das sich nur als ein Wrestling-Match der Frauen von Atahuru und denen von Opare herausstellte. Die Art der Herausforderung der Angriffsmethoden ist genau die gleiche wie bei den Männern. Aber sie unterscheiden sich in jeder anderen Hinsicht, indem sie so wild wie wilde Tiere sind. Unter den vielen Gewalttaten, mit denen sie versuchen, einander lebensgefährlich zu verletzen, ist das sogenannte Gouging. Aber ich glaube, es wird jetzt nicht mehr in England praktiziert. Dabei wird der Daumen in die Augenhöhle gedrückt und das Auge herausgedreht.
Meine Anwesenheit verhinderte diesmal einen solchen Vorfall, und da ich kein Vergnügen an einer solchen Unterhaltung finden konnte, beendete ich es und befahl ihnen aufzuhören. Als ich Yetia und andere wichtige Leute darauf ansprach, dass es eine Schande für sie sei, lachten sie mich aus und sagten, es sei Maitai Tahiti. Es sei in Otahiti üblich. Die Frauen ringen nicht nur untereinander, sondern manchmal auch mit den Männern. Yetia soll sehr berühmt sein. Junge, was für raue Sitten. Und die Yetia, die hat's wohl faustdick.